Ja, hallo. Schön, dass noch so viele gekommen sind zu meinem Vortrag, auch zu später Stunde und obwohl das Social Event gleich losgeht. Ich stelle mich gleich kurz vor. Wir fangen aber erstmal mit einer kleinen Umfrage an. Und zwar, wer von euch kennt den Banana Pie? Einmal durch Handzeichen. Oh, fast alle. Wer besitzt einen Banana Pie? Ja, nur noch ein Drittel ungefähr. Wer verwendet Bananien? Vielleicht noch 10 Leute. Wer hat Bananien mal verwendet? Oh, nur ein Ex-User. Schön, dass ihr mir alle treu geblieben seid. Kurze Vorstellung, ich bin Nico Isenbeck, ich bin bei Bananien Projektleiter seit Projektbeginn, habe das Projekt auch gegründet. Im richtigen Leben bin ich Systemadministrator und mittlerweile Geschäftsführer der Elbit GmbH, IT-Dienstleister mit Sitz in Hamburg für Software Development, Systemadministration, App-Entwicklung, so das volle Programm. Was da halt dazu gehört. Meine Fachbereiche sind Linux, dabei spezialisiert auf Debian. IT-Sicherheit und Datenschutz sind meine anderen beiden Steckenpferde. Froscon-Historie kann ich sagen, ich bin jetzt das 8. Mal hier. Zweimal als Aussteller, das war 2015 und 16 mit Bananien. Und jetzt das erste Mal als Speaker. So, warum Banana Pie? Wie kam ich überhaupt dazu, mich damit zu beschäftigen? Dafür müssen wir mal zurückspulen ins Jahr 2014 und uns mal anschauen, was gab es da eigentlich? Guckt man sich das an, es gibt den Banana Pi M1 und den Raspberry Pi 1, 2 und 3 existierten damals noch nicht. Jetzt hatte ich mir überlegt, als ich die Slide erstellt habe, ich markiere mal die Sachen, die da relevant sind oder die für mich ausschlaggebend waren, fett. Ja, blöd, da hätte ich irgendwie alles fett markieren müssen. CPU, RAM, Ethernet, Storage, Architektur. Also es gibt genug Gründe, oder es gab genug Gründe, 2014 einen Banana Pi zu verwenden und kein Raspberry Pi. Wofür er nicht geeignet ist, komme ich nachher auch nochmal zu. Gibt da ja so ein paar Probleme mit dem Banana Pi. Meine Anwendung, weshalb ich gewechselt habe vom Raspberry Pi auf den Banana Pi, war, ich habe einen Nagios mit CheckMK drauf laufen gehabt. Tut mir leid, dass ich die Folie bis unten nutze und einige Leute hier nicht sehen können. mit ungefähr 35 Hosts und um die 600 Checks. Das Webinterface vom CheckMK aufzurufen auf dem Raspberry Pi hat so 2 Minuten gedauert. Auf dem Banana Pi war es eine Sache von ein paar Sekunden. Also immer nicht so performant wie auf einem normalen Rechner, aber doch schon erheblich schneller. So, warum Bananien? Schauen wir uns doch mal die LeeMaker-Webseite. LeeMaker ist einer der Distributoren oder einer der Hauptsoftwarehersteller für den Banana Pi gewesen. Also die Webseite im Jahr 2014 an. So, was sieht man da? Wir haben irgendwie einen Ubuntu, ein Raspbian, ein Android, ein Fedora, ein Arch Linux, ein OpenSUSE. What the fuck? Was machen die da? Raspbian? Im Ernst? Also wirklich, warum ein Raspbian für ein Banana Pi? Man vermutet dann ja schon das Schlimmste. Ist es vielleicht ARMv6? Ist es vielleicht irgend so ein alter, abgehangener Kernel, der nicht auf dem aktuellen Patch-Level ist, für den es keine Updates mehr gibt? Stimmt nicht ganz, aber erzähle ich nachher zu. Ist da womöglich sogar eine grafische Desktop-Umgebung vorinstalliert? Ja, natürlich ist es das. Alle 3 Punkte treffen zu. Möchte man nicht wirklich verwenden. Es reicht nicht mit meinem Anwendungsfall. Ich möchte Nagios da drauf laufen haben. Ich möchte einen ARMv7 haben. Ich möchte einen aktuellen Kernel haben. Ich möchte das Ding headless performant betreiben. Wofür kaufe ich mir ein Board, was SATA-Anschluss hat, um dann da irgendwie einen Desktop drauf laufen zu lassen, bei fehlender Grafikbeschleunigung auf dem Board? Nee, nicht so richtig. Okay, was für Optionen haben wir? Paragraph 312 BGB. Nein, ich möchte die nicht verklagen. Das, was man allgemein als Fernabsatzgesetz kennt, zurückschicken. Wäre eine Alternative gewesen, aber okay, selbst machen. Geht los. Dazu ein kurzer Exkurs zum Bootvorgang unter x86. Es gibt das BIOS, heutzutage heißt das UEFI, ist völlig egal, wie das heißt, macht irgendwie immer das Gleiche, initialisiert so ein bisschen was, startet dann den Bootloader. Ja, ich vereinfache das mal ein bisschen, weil x86 ist gerade nicht unser Thema hier. Dann wird irgendwie der Kernel geladen, der hat seine Init-RAM-FS und startet dann das ganze Userland, heutzutage Systemd oder bei mir System5-Init. Was ist da bei ARM anders? BIOS in dem Sinne gibt es nicht, UEFI gibt es da sowieso nicht. Bootloader ist zwar auch, ja, gibt es schon, komme ich gleich zu. Bootloader gibt es irgendwie, ist aber irgendwas anders und Init-RAM-FS, das macht es gerade kompliziert, brauche ich nicht, weiß, was ich für Hardware habe, lasse ich mal weg. So, BIOS, UEFI gibt es nicht, dafür gibt es diesen komischen Kram. Als ich damit angefangen habe, hatte ich keinen blassen Schimmer davon. Ich wusste, da passiert irgendwelche Magie,
Es gibt dieses hervorragende Sanxi-Wiki, wo genau das hier dargelegt wird, wie das Ding bootet. Wir können jetzt kurz drüber gehen, macht, glaube ich, äußerst wenig Sinn, weil die meisten stecken entweder so tief in der Materie, dass sie es sowieso verstehen oder sowieso kennen. Allen anderen wird man das jetzt hier in ein paar Minuten nicht beigebracht bekommen. Letztendlich läuft so der Bootvorgang ab. FEL ist so ein minimaler USB-Stack, der initialisiert wird. Anschließend bootet die Kiste, checkt, ob er von USB booten soll und geht danach die Bootreihenfolge durch und startet dann Secondary Program Loader, SSBL. Das war früher noch ein Blob von Allwinner, mittlerweile U-Boot als Bootmanager Open Source. Also auch Mainline U-Boot funktioniert da hervorragend. So, mein erster Versuch, Benanian 14.08. Ich habe gedacht, auch Ubuntu hat coole Versionsnummern, mache ich auch. was habe ich gemacht? Ich kannte das Image oder was kam am nächsten an das ran, was ich eigentlich haben wollte. Das war irgendwie ein Debian-Derivat. Ich habe gemacht Debian, also das Raspbian-Image genommen. Einmal das Root-File-System mounten, alles rauslöschen, Debootstrap ausführen, ein paar Pakete installieren, was ich so halt toll finde. Irgendwie ein Hardtop, ein Screen, ZSH-Shell, alles ist gut. Und noch ein bisschen Shellcode in die ATC-RC-Local. Ja, so funktioniert, war auf jeden Fall besser als alles, was vorher da war. Fertig, mein erstes Image, 14.08, wunderbar. Erzähle ich das ein paar Leuten, so, klingt ganz interessant, wo kriege ich das? Was, du willst das haben? Ja, Download und so. Okay, next step, wie mache ich das? Ich überlege mir irgendeinen schwachsinnigen Namen. Es gibt Raspbian für einen Raspberry Pi, Banana Pi, Bananian, ja, passt, gibt's noch nicht. Domain dafür registrieren. War frei, hervorragend. Was kann ich? Webseiten kann ich nicht. Ich nehme einen Doku-Wiki und packe das Ding einfach mal, suche mir irgendein Theme, womit ich eine Webseite bauen kann, pflege meine ganzen Inhalte da ein und lade das Image hoch, schreibe eine Menge Texte dazu. Ich wollte ja gleich international sein, also schön auf Englisch. Fertig war. So, nächste Problem. Wie kriege ich die Leute dazu, diesen Kram auch zu benutzen? Klingt jetzt super kompliziert, ist eigentlich ganz einfach gewesen. Ich mache einen Eintrag in der FAQ. Und es hat funktioniert, die Leute haben es verwendet. Ich ganz froh, alles bestens. Hier der Screenshot der ersten Webseite. Sehr minimal. Es war halt einfach nur dieses Wiki-Theme, was ich genommen habe. Fertig. Jetzt gibt es da einen Satz, den kann man wahrscheinlich nicht lesen. Der kommt gleich als Zitat. Hier, Benanian Linux is not affiliated with LeeMaker. Stand ungefähr 2 Tage lang. LeeMaker kam auf mich zu, nachdem ich das Image online gestellt habe. Zu den Gründen und den Hintergründen dazu komme ich gleich nochmal. Es war insofern ganz gut für mich, weil sonst hätte ich das Projekt wahrscheinlich gar nicht so weit gebracht und 3 Jahre lang so intensiv gepflegt. Ich habe Starthilfe, was die Kernel-Entwicklung von Tony Zhang angeht. Das ist einer von LeeMaker, den ich dann auch auf der CeBIT nochmal kennengelernt habe. Erzähle ich gleich ein bisschen was zu. Die haben für mich das Benanian-Logo, was noch nicht so spektakulär ist, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, entworfen. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Grafik, das ist nicht meine Baustelle, habe ich keine Lust zu. Kann ich nicht, mache ich insofern auch nicht. Die haben mich mit Hardware versorgt. So Frostcon 2014 war das Projekt gerade gestartet im August und die haben das mitbekommen, ja, wir schicken dir mal 20 Boards, kannst du da verteilen. finanzielle Unterstützung haben sie mir auch gegeben. Ja, du willst wieder so Frostcon, das ist ja gut, hier kriegst du Geld. Die haben mir die Flüge bzw. den Mietwagen bezahlt, als ich dann einen Stand hatte und ein bisschen mehr zu transportieren hatte, haben die alles für mich übernommen. Später hatte ich dann eine Partnerschaft sowohl mit LeeMaker als auch mit Sinovoib. Und Lenovator ist wiederum eine Vertriebsgesellschaft von Sinovoib. So, nun wird spätestens kompliziert. Gehen wir das... Mein Dings steuert hier irgendwas auf meinem anderen Bildschirm, ist nicht so sonderlich gut. Gehen wir das Problem mal durch zwischen diesen beiden Firmen. Es ist alles ohne Gewähr, was da steht und es kommt alles im Wesentlichen von einer Seite und danach ist doch alles ganz anders. Im April 2013 entwickelt Foxconn den Banana Pi, ja richtig, Foxconn, genau diese die große OEM-Firma, die Auftragsfertigung für ganz viele Unternehmen macht, den Banana Pi auf Basis des A20. Es gab vorher Überlegungen, den auch auf anderen Plattformen zu entwickeln. Haben sie dann letztendlich fallen lassen, unter anderem wegen dem SATA-Anschluss des A20. Im Oktober 2013 wird Sinovoib, Hersteller ist vielleicht falsch ausgedrückt, die wurden mit der Produktion beauftragt und Marketingpartner. Das heißt, Foxconn hat sich da rausgezogen und hat gesagt, Sinovoib, ihr könnt das produzieren und verkaufen. Haben die auch gemacht, waren sie ganz eifrig bei. Sinovoib hat leider bis heute keine Ahnung von Software und braucht irgendeinen Partner. Auch so, dann gab es zwischendurch immer ein Vorserienmodell, ist uninteressant.
Da Sinovac überhaupt keine Ahnung von Software hat, sind sie auf eine andere Firma, auch Chinesen, in Shenzhen, also Sinovac sitzt auch in Shenzhen, zugegangen. Das ist die Firma Leanmaker und haben gesagt, so, ihr habt doch ein bisschen Ahnung davon, könnt ihr mal irgendwie ein Betriebssystem machen. Sinovac natürlich auch, kann Geld verdienen. April 2014 ging das Ding dann in Serienproduktion und war seitdem dann auch oder kurz danach auch in Deutschland erhältlich. Dann kommt ein schöner Hack von Leanmaker. Im April 2014 melden die einfach mal die Marke da an. Letztendlich kommt es von Foxconn, Sinovac hat es produziert und Leanmaker als Softwarelieferant meldet Banana Pi als Marke an. Es ging nicht lange gut, wie zu erwarten war. Ende 2014 eskaliert der Streit zwischen den beiden, die verklagen sich und Leanmaker hat sich letztendlich komplett aus dem Ganzen rausgezogen und entwickelt jetzt andere Boards, die aber nicht mehr Banana Pi Familie heißen und komme ich nachher auch zu. Mit der Familie der Banana Pi Boards habe ich schon so viel zu tun gehabt, dass ich gesagt habe, okay, Leanmaker, es tut mir leid, für euch kann ich keine weiteren Images mehr entwickeln oder für eure Boards. So, dann gibt es noch den Herrn Steven Zhao, der bei der Firma Xulong arbeitet. Und diese Firma Xulong stellt die Orange Pi Boards her. Und der hat bei sich selbst im Forum dieses Zitat gepostet, wo er letztendlich sagt, okay, wir waren Auftragsfertiger für Foxconn und haben den Banana Pi entworfen. Welche Geschichte von beiden nun stimmt, müsst ihr selbst entscheiden. Die Links kommen nachher am Ende des Slides, könnt ihr selbst nachlesen, beide Positionen, auch die Foren-Threads dazu. Das sind so die beiden Geschichten, die da existieren. So sah die Webseite dann 2 oder 3 Tage später aus, nachdem sie ursprünglich online gegangen ist. Neu hinzugekommen ist hier das Leanmaker-Partner-Logo. Und ich habe gemerkt, oh, die Leute interessieren sich dafür. Mach mal einen Donate-Button rein. Klingt super, hilft aber nicht. Spenden waren nicht annähernd kostendeckend. Aber wenn wir nachher Zeit haben, dann zeige ich auch da nochmal die finanzielle Auswertung des Projekts in 2015. So, alles fertig, erstmal in Urlaub. Als ich wiederkam, ich hatte keinen Bugtracker, ich hatte nichts. Leanmaker Forum. Da schreibt einer, meine CPU läuft mit 730 MHz, Pi mal Daumen. Irgendwas stimmt da nicht. Ich komme wieder nachher, ach, kann nicht sein. Ich habe das Ding doch getestet, ich habe es alles programmiert oder alles zusammengestellt. Das wird schon laufen, tut es bei mir ja auch. Also was man halt so denkt, ne? Meine sind da aus. Verdammt, ich habe da ein Problem. War nämlich bei mir dann auch so. Also gut, dann machen wir mal eine Bestandsaufnahme. Was hatte ich zu dem Zeitpunkt und wie habe ich das Problem lösen können oder was habe ich versucht? Repository, um irgendwie ein Update zu shippen, neuen Kernel, neue Configs, was auch immer. Nee. Update-Mechanismus, sonst irgendwie ein Update-Skript, irgendwas? Nein. Ein Bugtracker? Es war ja fertig, es war alles gut, ich habe es online gestellt, es hat ja bei mir funktioniert, warum soll ich das alles haben? Testing? Also falls ich jetzt irgendwie schaffe, einen Hotfix dafür zu machen und das zu shippen, müsste man ja irgendwie mal testen. Ne? Und man müsste ein neues Image bauen, so ein Bildsystem wäre ganz nice, aber auch nicht. Okay, das ist alles irgendwie frustrierend, wechseln wir mal das Thema. Wer errät, um was es geht? Nee, keine Foscon. Das sollte es anders sein. CeBIT 2015. Ich habe erstmal einen Airport-Shuttle gemacht für die Jungs von Leanmaker. Die sind in Hannover gelandet am Freitagabend, glaube ich. Ich habe die da abgeholt, zum Hotel gefahren. Hab skurrile Geschenke bekommen. Ich kann euch gleich noch mal ein paar Bilder zeigen. Wir haben so eine komische Puppe, die mir bis heute Angst macht. Und auch sonst war es ganz lustig. Insbesondere eine schöne Anekdote ist die Fahrt zur CeBIT. Ins Hotel, den Abend war nichts mehr los. Am nächsten Morgen sollten wir halt zum Aufbauen, das war dann Samstagmorgen, zum CeBIT-Messegelände. Ne? Wer das Messegelände in Hannover kennt, weiß, das ist groß. Ich fahre halt erstmal los mit dem Auto, frage die dann so, wo ist euer Stand, welches Tor müssen wir rein? Keine Ahnung, ja, okay. Zum nächstbesten Tor, da gefragt, ja, nee, keine Ahnung, aber die Chinesen sind irgendwo da hinten, fahrt ihr mal dahin. Also fahren wir dahin, wo die Chinesen sind. Da, natürlich, habe ich gedacht, das wird jetzt kein Problem, die haben ja irgendwie Tickets oder so. Mit dem Auto oder an die Schranke rein? Ja, nee, das wird so nix. Okay, Auto abgestellt. Ich habe so getan, als würde ich kein Wort Deutsch verstehen. Ich habe mich einfach hinter Chinesen gestellt und abgewartet, was passiert. Die haben die arme Dame am Schalter eine halbe Stunde lang bequatscht und ich weiß nicht, was sie gemacht haben. Das Auto musste draußen bleiben, aber wir kamen ohne Tickets als Aussteller, was sie nicht verifizieren konnten am Empfang, auf das Messegelände, haben irgendwie so einen Rollwagen bekommen und mussten unseren Kram halt da reinschleppen. So. Und dann ging es an den Aufbau. Das ist übrigens der besagte Toni.
von dem Maker, der da gerade irgendwie irgendwas zusammenbaut, keine Ahnung. Die hatten auch keinen wirklichen Stand, deswegen haben sie die auch nicht gefunden, sondern bei der Allnet GmbH, das ist der deutsche Importeur von dem Maker und von Sinovac übrigens, ist etwas skurril, hatten die so einen kleinen Tisch hier, also letztendlich war Lean Maker das. Noch was? Ach so, ja, was kann ich tun auf der CeBIT? Irgendwas gemacht, so mein nächster Task. Ja, wir haben da einen Zettel, guck mal. Ich weiß auch nicht, ob es der Zettel war. Ich habe keine Ahnung, was da steht. Ich habe eine Chinesin gefragt, was das bedeuten könnte. Sagt, weiß nicht. Ich weiß bis heute nicht. Ich habe dann irgendwelche Hebearbeiten gemacht, irgendwelche Schrauben irgendwo reingedreht oder so. Das war ganz lustig. Andere Anekdote war, wir wollten essen gehen, die hatten Hunger. Ja, Catering auf der Messe. Wer auf der CeBIT schon mal essen war, nee, also zumindest nicht zu diesen Standard-Catering-Krams. Da gab es irgendwie chinesischen Bratreis mit irgendwas. Oh, chinesisch. Und ja, ich sage, nein, mach das nicht. Esst eine Currywurst oder irgendwas. Keine gute Idee, chinesisches Essen zu essen. Doch, doch, doch. Mhm. Einen Löffel haben sie davon gegessen, haben es weggeschmissen. Ich habe meine Currywurst gegessen, alles war gut. Abends hatten sie wieder Hunger. Es gab Schweinshaxe, Kohlroulade, Rinderroulade und die Chinesen waren glücklich. Also abgesehen davon, dass sie sich irgendwelche komische, super scharfe Paste auf ihre Sachen geschmiert haben. Aber muss man wohl so machen. Na gut, wir haben ja ein bisschen was vor uns hier. Lasst uns mal zurück, back to business. Repository. Ist gekommen mit dem Release 15.04. Warum so spät? Naja, ich habe vorher nie sowas gemacht. Ich habe keinen blassen Schimmer gehabt. Ich habe gedacht, ich brauche sowieso erstmal schnell eine Lösung. Repository kriege ich auch nicht einfach so da rein. Ich muss das ja irgendwie ins System reinbekommen. Ich mache da erstmal irgendwie ein Update-Skript. Das kam dann auch ganz schnell, nämlich als nachträgliches Release für 14.08. Das ursprüngliche Release musste man halt runterladen, konnte man aktualisieren, hat dann auch diesen 730 Megahertz-Bug behoben. Ab 14.09 war das dabei und ich habe gedacht, naja, Repository, so, das kann ich ja mit dem nächsten Release dann nachschieben. Dann, fast ein Jahr gedauert, ne? Der Bug-Tracker kam relativ schnell, weil es waren ja irgendwie Bugs da. Erstaunlicherweise. Im September 2014 eine Mantis-Installation, weil Mantis konnte ich vorher schnell zu installieren, online fertig. Hat auch ganz gut funktioniert bis zuletzt. Testing, ja, ist besser geworden, komme ich nachher zu. Bildsystem, ja, das gibt es eigentlich bis zuletzt nicht. Es gibt so einen Haufen an Shell-Skripten, die irgendwas zusammenfrickeln und es ist bisher immer ein Image bei rausgefallen. Es hat auch jedes Mal geklappt, aber es hatte nie eine Codequalität, dass man sie veröffentlichen wollte, also ruhigen Gewissens veröffentlichen wollte. Ja, so ist das halt manchmal, ne? Letztendlich auch zu wenig Zeit daran geschuldet und es hat halt immer funktioniert. So, das zweite große Problem, was ich hatte. Was sieht man hier? Man sieht ein Banana Pi Board und hier ist ein Micro-USB-Anschluss, da ist ein Micro-USB-Anschluss. Das ist irgendwas, was wie Stromversorgung aussieht. Ein bisschen skurril, ne? Was machen die Leute? Haben halt Micro-USB-Stecker, stecken den irgendwo ran, Board bootet, alles ist gut. Ist auch gut. Solange man kein OTG aktiviert. Wenn man das gemacht hat über Benanian Config, was so ein Config-Tool in Benanian ist, gibt es auch diese Warnung, die einem ausdrücklich davor warnt, den OTG-Port als Stromversorgungsport zu benutzen. Mit irgendeinem Release, ich weiß nicht mehr genau welches war, doch, es war 14.11, glaube ich, war dann OTG so weit ausgereift, dass ich gesagt habe, oh, das ist ja voll gut und das funktioniert jetzt endlich so, wie man das haben möchte. Ich aktiviere das mal per Default. Könnt ihr euch vorstellen, was anschließend im Bug-Tracker passiert ist. Ich habe Benanian aktualisiert, es bootet nicht mehr oder auch ein neuer Flash geht nicht, du hast mein Banana Pi kaputt gemacht und. Was haben die Leute natürlich alle gemacht? Sie haben den OTG-Port zur Stromversorgung genutzt und wenn der als OTG konfiguriert war, bootet das System dann nicht mehr. Also 2 Tage später ein Patch-Level released, OTG wieder ausgeschaltet und die Warnung da schön drinne gelassen. War nicht dauerhaft kaputt, nein. Man musste einfach nur den Stromstecker von da nach da stecken, wo auch DC innen draufsteht. Aber die Leute lesen ja nicht, die machen halt einfach irgendwie. Ne? Steht auch noch in der FAQ auf der Webseite, diese Warnung kommt, wenn man es aktivieren will, aber ich war halt so naiv und habe gedacht, oh, einfach mal aktivieren, ist ja toll, ich habe ein Feature. Ja, nicht immer nur aktivieren, weil man es kann. Ne? Herein, setzt euch. So, jetzt müssen wir noch mal ein bisschen in die Kernel-Tiefen absteigen, denn ungefähr 70% des ganzen Benanian-Projekts ist eigentlich nur Kernel. Letztendlich geht es darum, die Hardware letztendlich bestmöglich zu unterstützen, was eine ganze Menge Frickelei ist. Dazu habe ich im September 2014 das LeanMaker-Kernel-Repository geklont auf GitHub und angefangen, drin rumzuwursteln. Direkt der erste Commit, den ich hier als Highlight definiere,
Wir reden da von Kernel 3.4, der da schon uralt war. Und da BetaFS zu aktivieren, ist nicht so die richtig gute Idee. Das war da garantiert noch nicht production ready. Hab's trotzdem gemacht, weil irgendjemand es haben wollte. Auch aus sowas lernt man dann und macht es nicht wieder, nur weil es irgendjemand haben möchte. Muss man halt auch abwägen, was da Sinn macht. Im November habe ich zum ersten Mal von kernel.org dann ein Patch-Level gemerged. Das war alles nicht so das Problem. Im Dezember kam der Treiber für den Banana Pro WLAN-Chip dazu und für das Routerboard. Der Switch wurde da unterstützt. Im Januar gab es noch mal einen schönen Bug, den ich gefixt habe. Und zwar hatte der Treiber dann ein Problem, oder hatte der VLAN-Modul ein Problem gehabt, dass er jeden Ethernet-Frame ins Syslog weggeloggt hat. Das heißt, Das heißt, man hat seinen Netzwerkdurchsatz auf den Durchsatz der SD-Karte gedrosselt und man konnte nicht mehr übertragen, als da irgendwie Lock-Rotate weggeschaufelt hat oder sonst irgendwas war. Also war nicht unbedingt gut. Und es gab da halt etliche Tickets zu, irgendwie, sobald ich VLANs konfiguriere, ist mein Ethernet langsam. Hm. Ja, daran lag's. Hast du recht. Im Februar 2015 habe ich den Grundstein dafür gelegt, Mainline-U-Boot zu verwenden. Da waren ein paar Patches nötig an dem Kernel, weil der halt schon zu alt war. Und im März 2015 kam dann noch der Touchscreen-Support für die Touchscreens von LeeMaker dazu. Ich habe übrigens eins dabei. Hier ist ein Touchscreen drin, hier ist ein Banana Pi drin. Nachher gibt es eine Quizfrage. Wer die beantworten kann, bekommt die beiden. Ich habe keinen Bock, die mit nach Hause zu nehmen. Also ich wünsche mir, irgendjemand kennt die Antwort. Ihr da seid ausgeschlossen. der 3.4er-Kernel hat, abgesehen davon, dass er uralt ist, noch so ein paar Probleme, insbesondere die Version, die da so zum Einsatz kommt. Das sind GPL-Verletzungen von Allwinner. Die liefern Blobs da drin aus, für die kein Source-Code verfügbar ist, und das ist eigentlich schon ein Kontraargument. Die Ironie kommt dann. Im März 2014 tritt Allwinner auch noch Linaro bei. Linaro, ich weiß nicht, wem was sagt, ist so eine Initiative oder so eine Organisation, die sich um ARM Development Boards kümmert, Open Source wohlgemerkt. Die aber veröffentlichen trotzdem kein Source Code, also Allwinner veröffentlicht kein Source Code, beziehungsweise nicht alles oder sehr, sehr zeitlich versetzt. 2015 kam auch noch der Beitritt zur Linux Foundation, das Traurige an der Geschichte. Es hat sich eigentlich nichts geändert. Die Source Codes kommen ab und zu mal unvollständig, nicht so richtig, wie man das haben möchte, oder mit Blobs versehen. Die Alternative ist ein 4er-Kernel. Ab Linux 4 ist der Mainline-Support, also der Support in dem Standard-Kernel, relativ gut für die A20. Der SOC ist für den Banana Pi. Wir haben aber mit 16.04, also Bananian 16.04, immer noch den 3.4er-Kernel als Default ausgeliefert, weil wir den 4er da noch nicht genug getestet hatten. Optional übers Repository, da hatten wir ja schon eins, den 4.4er aber zum Nachinstallieren. Die Highlights in der Entwicklung über die verschiedenen Kernel-Versionen habe ich dann nochmal grob aufgeführt, brauchen wir jetzt nicht im Detail durchsprechen. Kann man alles wunderbar nachlesen auf der Webseite des Projekts. Der Link ist da, die Slides sind online, sage ich euch nachher den Link. Könnt ihr nachgucken, wenn ihr wollt. So, dann gibt es da noch ein Problem, oder es gab da so einen Vorfall. Das könnte man jetzt freundlicherweise als Bug bezeichnen, ich würde es als Backdoor bezeichnen. Wenn man an den, das an den, /proc/sankcdebug/sankcdebug root my device schickt, ist man anschließend root. Ganz egal, welcher User man vorher war. Ja. Das hat nun den Kernel, den ich verwendet habe, für die A20-Plattform nicht betroffen, aber es kommt vom gleichen Hersteller. Wenn man so einem Hersteller, dem so ein Bug passiert, oder der so eine Backdoor einbaut, noch trauen? Meiner Meinung nach nicht. Also, welche Möglichkeiten haben wir? 3.4er-Kernel. Vertrauen in Allwinner ist nicht so wirklich da. Allwinner ist diese Firma, die diese Backdoor einbaut, die GPL-Verletzungen begeht und die auch kein wirklich, zwar Linux Foundation Mitglied ist, die Linaro Mitglied ist, aber sich eigentlich nicht um Open Source schert. Mainline Linux 4.4 oder höher hat sehr guten Hardware-Support, solange man keine Grafikbeschleunigung braucht. Also, wenn man nur headless arbeiten möchte, alles wunderbar. Wenn man Grafikbeschleunigung braucht, ist man meines Erachtens immer noch bei 3.4 gebunden. Auch da funktioniert es nicht so richtig toll. Wir haben auch die Grafikbeschleunigung mit Bananian nie ausgeliefert, weil wir von Anfang an gesagt haben, wir machen eine Server-Variante, wir setzen keinen Fokus auf grafische Oberfläche, wir bleiben dabei, was funktioniert, und ein stabiles Release zu haben und nicht mit irgendwelchem experimentellen Kram, der nur als Blob verfügbar ist oder der sich in der Praxis nicht nachkompilieren lässt. Außerdem hat man auch den Vorteil, dass man mit dem aktuellen Kernel natürlich aktuelle Dateisystemtreiber, andere Treiber hat und dadurch Performance-Vorteile hat. Da kann man dann BetaFS auch tatsächlich mal aktivieren. Haben wir, glaube ich, auch, weiß ich nicht.
Nochmal zurück zu der Folie. Jetzt haben wir die ganze Zeit vom A20 geredet. Gucken wir uns mal an, was da für eine Produktstrategie hintersteckt, falls man denn eine erkennt. So, am Anfang gab es den Banana Pi M1, das ist das Standardmodell, das, was ich hier auch dabei habe, auf Basis des A20. Als nächstes kam der Banana Pro raus, ebenfalls A20, der M1 Plus und der R1, das Routerboard. Alles soweit im grünen Bereich, alles mehr oder weniger kompatibel, plus ein paar... Ich tue mal mein Handy weg. Alles mehr oder weniger kompatibel, alles der gleiche SoC, funktioniert so halbwegs. Dann kam das nächste Board. A31S mit dem Banana Pi M2. Da habe ich gedacht, neues Board, okay, heißt auch irgendwie Banana irgendwas, ich muss das supporten. Hat eine ganze Weile gedauert, bis der Mainline-Support ganz gut war. Ich habe dann nicht angefangen, wieder mit irgendwelchen alten Kerneln rumzuspielen, bis ein U-Boot verfügbar war. Hat alles funktioniert, war dann irgendwann online. So, dann ging es los. M2, M3, M64, M2 Ultra und noch ganz viele andere. Und jedes Modell, jedes Mal ein anderer Chip. Nee, sorry, ich bin raus, das mache ich nicht. Es waren zu viele verschiedene Boards, die alle keinen Mainline-Linux-Support haben. Das alles zu unterstützen, wäre ich ja 20 Leute gebraucht, also die wirklich irgendwie Kernel-Entwicklung machen. Und selbst das wäre nicht so richtig gegangen, weil es ist eine Katastrophe, was die Kernel-Situation für diese ganzen SoCs angeht. Mittlerweile hat es sich ein bisschen gebessert in einigen Bereichen, aber es ist immer noch schlecht. So, hier sieht man vier Boards, die von Bananian unterstützt werden. Und das ist auch meine Quizfrage. Bitte durch Handzeichen angeben, wer es weiß. Wer alle vier Boards benennen kann, dem gehört das Display. Ja, bitte. Der 1er M1, das Routerboard, R1, das Banana Pro und der Banana M1 Plus. Nein, falsch. Los, komm, irgendjemand muss es wissen. Sind alle unterstützt von Bananian? Ja? Ja. Hol sie dir nachher ab, dann brauche ich jetzt nicht nach hinten laufen, gehören dir. Also das hier, um es nochmal kurz aufzuklären, ist der M2, das ist der Pro, das Routerboard und der ursprüngliche M1. So, ist nicht das Ende meines Vortrags, keine Sorge, ihr kommt noch nicht zum Social Event. Wer erinnert sich noch an die Folie, warum Bananian? Zumindest so ein bisschen. Warum habe ich damit angefangen? Weil es nichts Vernünftiges gab. Mittlerweile haben wir Linux 3.4 auf kernel.org als End of Life gekennzeichnet. Schon lange kein Patch mehr gekommen. Es wird zwar trotzdem noch gelistet, ich weiß nicht, wie es da weitergeht. Es gibt aber auch eigentlich keinen Bedarf mehr, den zu verwenden. Wir haben einen guten Mainline-Support im Viererbereich. Und in dem Projektumfang, wie wir es bisher betrieben haben, wäre es nicht möglich gewesen, alle weiteren Boards zu supporten. Ihr habt ja gesehen, so viele verschiedene Chips, so viele verschiedene Kernel-Versionen, die da nötig gewesen wären. Dazu kommt, dass ja LeeMaker gar nichts mehr in dem Bereich macht. Sinovorp absolut null Verständnis von Open Source hat, geschweige denn von ihren eigenen Boards, keine Ahnung von Software haben und offensichtlich auch kein Interesse daran, jemals irgendwas zu ändern. Und Debian 9, das klingt jetzt irgendwie so negativ, Debian 9 ist super, aber es hätte ein komplett neues Release bedeutet, inklusive Update-Zyklus von dem letzten Bananian-Release 16.04 auf irgendwas, was dann Debian 9 basiert ist. Der Aufwand wäre gewaltig gewesen. Haben wir nicht gemacht. Oder beziehungsweise es wäre nicht zu stemmen gewesen und war einer der Gründe, warum wir es eingestellt haben. Was auf dem Slide fehlt ist, was verwende ich denn nun? Es gibt ein schönes Projekt Armbian, weiß nicht, wer das kennt. Die haben sehr guten Support für ganz viele Boards, sind nicht ganz so konservativ in der Weiterentwicklung. Man kriegt auch häufig Bleeding-Edge-Sachen, die dann ab und zu auch mal kaputt gehen, aber dann relativ schnell wieder gefixt werden. Muss man halt gucken, ob man damit klarkommt. Für den, der damit nicht klarkommt, kann erstmal Bananian weiterverwenden. Das 16.04er-Release supporten wir noch mindestens bis April 2018 mit Updates. Das heißt, Kernel-Updates für den 4.4er-Kernel gibt es. Alles gut. Und Debian 8 hat ja sowieso noch Support. Gar kein Thema. Die Repositories und Webseiten bleiben auch online. Und wenn jetzt irgendjemand von euch sich entscheidet, oh, ich hätte da Lust, mal weiter dran zu arbeiten, meldet euch. Können wir mit Sicherheit das Projekt auch irgendwie fortführen oder in andere Hände geben, kein Problem. Immer gerne. So, jetzt wollen wir uns mal ein bisschen kritisch betrachten über die letzten 3 Jahre.
was ist nicht so gut gelaufen? Es gab definitiv zu viel Nico, vielleicht jetzt schon wieder, weil ich hier vorne stehe und davon berichte, und zu wenig Community. Ist dem geschuldet, dass ich halt einfach mein eigenes Projekt da gebaut habe oder meinen eigenen Anwendungsfall übertragen habe, es online gestellt habe. Es war ja gar nicht geplant, das war ja mehr oder weniger ein Zufall oder ein Fehler oder ein Fehler war es nicht, aber es war niemals so angedacht, das zu veröffentlichen. Und ich habe natürlich sehr meine eigenen Gedanken und meine eigenen Ideen da drin verwirklicht. Im Nachhinein hätte man sagen müssen, okay, wir achten mehr auf die Community, was die haben wollen, sind offen für andere Entwicklungen, auch in andere Richtungen. Das Repository hätte man im ersten Release haben müssen. Hatten wir nicht, weil war ja gar kein Bedarf für ein Repository, war ja alles gut. Die fehlende oder unvollständige Bildumgebung und abgesehen von der Deployment-Umgebung, die wir nicht hatten, hätte man auch gerade ziehen müssen. Und letztendlich auch zu wenig Manpower dann, um das weiter so in dem Umfang, wie wir es gemacht haben, zu supporten. Nicht zuletzt die mangelnde Kooperation des Herstellers, also Xenovolt. Von Hardware ganz abgesehen, aber wenn ich Hardware haben wollte, das war nie ein Problem. Da hatten sie ja genug von, die konnten sie billig produzieren. War ja nicht alles schlecht. Was gut lief, wir haben keine Featuretis entwickelt. Wir haben gesagt, wir machen ein Minimalsystem und jeder kann sich installieren, was er haben möchte. Es gab ganz skurrile Anfragen, Feature-Requests im Bug-Tracker von, wir sollten doch mal ein Image mit dis und das vorinstallierten Nginx-Image, ein Apache-Image, ein dies und das Image, ein Mail-Server-Image. Ach nee, Leute, mach das selbst. Wer das nicht kann, der soll sich damit auch nicht beschäftigen oder kannst was dran lernen, wenn du es machen willst. Wir machen Minimalboard. Nachdem wir den Fehler mit dem OTG-Bug hatten, erinnert euch, Stromversorgung und so, haben wir dann auch ausgiebig getestet vor jedem Release, und zwar alles, was irgendwie zu testen war, und haben sehr viel Wert auf Produktpflege und auf Sicherheit gesetzt. Die Update-Möglichkeit existiert nach wie vor. Man kann sich jetzt noch das allererste Release installieren und sauber über alle Versionen bis zum letzten Release durchaktualisieren, über dieses skurrile Benanian-Update, was gar nicht so schlimm war letztendlich. Das hat auch alle Updates signiert, runtergeladen, die Signaturen geprüft und so weiter. Es hat ganz gut funktioniert, trotzdem hätte man es über ein Repository eleganter abbilden können. Benanian hatte immer eine sehr konservative Weiterentwicklung, das heißt nicht Bleeding Edge, nicht immer das Neueste drin, aber dafür alles ausgiebig getestet, Stabilität, Zuverlässigkeit, weil wir halt auch wussten, dass sehr viele Geschäftskunden das benutzen. Es gibt auch teilweise jetzt noch Supportverträge, wo tatsächlich Hersteller auf mich zugekommen sind und gesagt haben, so, wir verwenden das produktiv für dies und das, wir brauchen Support, wir brauchen einen Support-Contract, können wir da was abschließen. Deswegen auch noch die Weiterentwicklung oder garantierte Weiterentwicklung bis April 2018 und vermutlich auch noch darüber hinaus für das letzte Release halt. Mein persönliches Fazit, das war jetzt so Projekt allgemein, es war eine großartige oder ist eine großartige Community, in der wir uns hier bewegen. Auf alle Messen, die ich gegangen bin, mit allen Leuten, die ich geredet habe, auch als kompletter Neuling. Ich stand da ja und habe noch nie vorher irgendwas in dem Bereich gemacht. Ich wurde mit offenen Armen empfangen, alle haben sich gefreut, Frostcon, Open Rhein, Ruhr, an die Messen, wo ich regelmäßig war, immer mit offenen Händen begrüßt worden. Konnte dabei sehr, sehr viel lernen, habe im Gegenzug aber auch extrem viel Zeit investieren müssen in das ganze Projekt. Und was auch noch interessant, das habe ich vorhin schon erwähnt, die Spenden, die man darüber einnimmt, zumindest bei uns war es so, sind nicht annähernd kostendeckend. Es gab ein paar Bücher über Banana Pi oder Bananian. Das PC-Magazin hat mal drüber geschrieben. Der Autor hat mich sogar vorab, bevor er den Artikel veröffentlicht hat, angeschrieben und ein paar Infos abgefragt. Das ist danach nicht wieder passiert bei den anderen. Wobei das Buch Schnelleinstieg Banana Pi auf ungefähr 60% der Seiten Bananian behandelt. Also wer ein Referenzbuch zu Bananian haben möchte oder eine Dokumentation, kann sich das gerne kaufen. Das ist gar nicht so schlecht. Die Verlage haben ja auch tatsächlich Samples von den Büchern gestellt, auf Nachfrage natürlich. Dann gibt es vom Rheinwerk Verlag ein Buch, was aber auch den Raspberry Pi mitbehandelt. Und die CT hat in Ausgabe 16 2015 auch einen ganz schönen Artikel zu, ich weiß gar nicht mehr, was das genau war. Ich glaube, das Routerboard oder so. Schlussendlich möchte ich noch ein paar Leuten Danke sagen. Erstmal den Herstellern, LeanMaker und Xenovolp, auch wenn deren Support teilweise ein bisschen hakelig war. Es war ganz lustig auch, die mal auf der Cebit kennenzulernen und mit Hardware haben sie mich ja immer ganz gut versorgt. Die Frostcon und Open Rhein-Ruhr-Teams, die mich immer herzlich willkommen geheißen haben. Frank und Christina. Frank sitzt ja heute im Publikum. Christina ist leider krank und nicht dabei. Walter vom Sedux e.V. Der Sedux e.V. hatte durch Zufall auf der Open Rhein-Ruhr, wo wir das erste Mal mit dem Stand vertreten waren, neben uns seinen Stand. Und wir haben die Jungs und Mädels kennengelernt und die haben uns ein bisschen unter ihre Fittiche genommen. Wir waren komplett neu und haben so auf uns aufgepasst und haben gesagt, macht mal so und so und wir passen mal auf euren Stand auf. Und es war immer ein ganz nettes Miteinander. Und natürlich allen anderen Mitstreitern, Testern, Nörglern. Gibt's genug von.
Hier ist noch was, was Walter vom Sidox e.V. gebastelt hat. Ich wollte es eigentlich mitbringen. Ich habe tatsächlich auch überlegt, die Präsentation mit einem Banana Pie zu halten, habe mich dagegen entschieden. Und dieses habe ich konkret nicht mitgenommen. Ich erkläre gleich, was es ist, weil ich so meine Sorgen hatte. Ich kenne das jedes Mal, wenn ich am Flughafen, ich bin von Hamburg hergeflogen, durch die Sicherheitskontrolle gehe, machen die dann so Sprengstofftests mit meinem Laptop und jedes Mal der gleiche Kram. So, dieses Ding hier sieht irgendwie aus wie ein Laptop. Geht aber nicht an. Und für der Sprengstoffkontrolle machen Sie meinen Laptop an, um zu gucken, ob es auch wirklich ein Laptop ist und ob er hochfährt. Geht nicht an, wenn man da drauf drückt. Ja, okay, kann ich anmachen. Moment mal, ich muss da mal 3 zusammengelötete Kabel anschließen und noch so eine Platine. Ich habe mich dann dagegen entschieden, das Ding mitzubringen und zeige es euch hier nur als Bild. Habe ich auch nur von Walters Webseite geklaut. Das ist eine Dockingstation für einen Motorola-Handy, wo der Walter, hoffentlich guckt er sich den Vortrag an, ansonsten schicke ich ihm nachher den Link, die Kabel so umgelötet hat, dass man da einen Banana Pi dran anschließen kann. Hier hat er noch eine Powerbank dazugelegt, es hat auch noch einen internen Akku, da kommt man auf eine ganz beachtliche Akkulaufzeit und kann den Banana Pi quasi als Laptop benutzen. Mit der desolaten Grafikbeschleunigung des Banana Pis ist es nicht so richtig die ideale Plattform, aber es ist eine lustige Spielerei, das Ding liegt noch bei mir zu Hause als Dauerleihgabe. Walter ist leider nicht hier, der ist gesundheitlich schwer beeinträchtigt, glaube, das kann ich so erzählen, weil er es auch auf seiner Webseite schreibt. Beste Grüße an Walter. Hier jetzt die Links und Quellen, die Folien könnt ihr euch jetzt schon angucken, sind da online. Ansonsten alles andere, was ich vorhin erwähnt habe und wo es herkommt. Ich überspringe das jetzt mal schnell, weil ich glaube, ich habe noch ein paar Minuten. Dann habe ich noch ein paar Bonus-Slides für euch, also genau genommen 3. Bei Bananian haben wir von Anfang an sehr auf Datenschutz und IT-Sicherheit geachtet. Die Webseite war quasi, ab dem 2. Monat oder sowas, damals gab es auch noch kein Let's Encrypt, da war das noch ein bisschen mehr Aufwand, HTTPS verschlüsselt. Wir loggen haben niemals IP-Adressen gelockt von irgendwas, weder Repository noch Webseite. Ich weiß nicht, wer auf der Webseite ist. Es gibt auch keine externen Komponenten, die in irgendeiner Form auf der Webseite angebunden werden. Das fängt mit Google Analytics oder so ein Kram an, irgendwelche Fonts, CSS, JavaScript, Bibliotheken und so weiter. Wenn, dann wird es alles lokal ausgeliefert von dem Webserver. Die Updates waren von der ersten Sekunde immer signiert und wurden auch geprüft. Die SSH-Host-Keys wurden nach der Installation beim ersten Booten auf dem System selbst neu generiert. Ich glaube, das ist Raspbian irgendwann mal auf die Füße gefallen. Ich erinnere nicht mehr genau, was da war, aber die hatten da mal so ein Issue. Wir haben eine gehärtete SSH-Konfiguration ausgeliefert, gemäß den Empfehlungen des Better Crypto Projekts. Das ist übrigens eine sehr, sehr schöne Website. Und ich glaube, auf irgendeinem CCC-Kongress gab es mal einen Talk dazu. Und seitdem Default-Konfiguration, erstmal bettercrypto.org und alles härten. Und wir haben ausschließlich Long-Term-Kernel verwendet. Der 3.4er, da hatten wir keine Wahl, aber der 4.4er ist nicht rein zufällig darauf gefallen. Als das letzte Bananian-Release rauskam, da gab es schon einen neueren Kernel, aber wir haben uns explizit für die LTS-Version entschieden, um eben auch diese langen Support-Zyklen leisten zu können. Zweite Bonus-Slides ist, habe ich vorhin schon kurz angedeutet, Financial Insights habe ich die mal genannt, so eine kleine Übersicht, wie das Finanzjahr in Spenden aussah. Ziemlich mau, um ehrlich zu sein. Jetzt könnte man sagen, selbst schuld, ne, wenn du hier auf irgendwelche Messen, Konferenzen gehst und da 550 Euro verballerst und du gerade mal 701 Euro einnimmst. Ja, kann man so sehen. Und ich hätte dazu erwähnen, dass ich von den 700 irgendwas Euro ungefähr 450 auf den Messen eingesammelt habe. Hat mich die Messe letztendlich 100 Euro gekostet und dafür ist man präsent, kann mit den Leuten reden, kriegt sehr, sehr gutes Feedback, was man sonst normalerweise nicht bekommt oder nur sehr schwer bekommt. Die Leute beschweren sich per E-Mail oder im Bugtracker, wenn irgendwas nicht funktioniert, positives Feedback ist da nicht. Das kriegt man tatsächlich auf solchen Veranstaltungen. Auf der FrostCon 2015 sind wir überrannt worden. Ich glaube, ich habe nicht mal geschafft, irgendwie mir was zu trinken zu holen oder eine Kleinigkeit zu essen. Und wenn ich es versucht habe, dann standen schon wieder 20 Leute am Stand. Da war das dann so ein bisschen hier angekommen. Es gab noch nicht die neuen Raspberry-Modelle und die Leute wollten alle Banana Pies haben. Dann kommen wir tatsächlich nochmal zu den Messen und Konferenzen. Wir waren insgesamt auf 5 Veranstaltungen. Das war 3-mal FrostCon, wobei das erste Mal FrostCon 2014 ohne stand. Da haben wir aber groß angekündigt, wir sind hier und so. Und haben uns mit etlichen Leuten getroffen und geredet und viele Kontakte geknüpft. Die nächsten beiden Jahre dann mit dem Stand und 2-mal die Open Rhein-Ruhr 2014, 2015. Sind überall sehr freundlich aufgenommen worden. Was man aber nicht unterschätzen darf, Messen kosten Geld. Hat man eben auf dem Financial Insights gesehen, ich komme aus Hamburg, du hast immer Reisekosten, du brauchst ein Hotel, ist nicht zu unterschätzen. Und mindestens genauso schlimm Zeit. Und
Ich weiß nicht, was mich dieses Jahr geritten hat, hier einen Talk zu halten. Ich habe gedacht, ein Stand ist so aufwendig und oh, ich halte mal einen Talk, kostet genauso viel Zeit, muss man vorbereiten, macht eine Menge Arbeit. Und das größte Problem sind tatsächlich freiwillige Helfer zu finden, die sich den ganzen Tag, zwei Tage in Folge, da auf so eine olle Messe stellen und den Leuten von morgens bis abends immer wieder das Gleiche erzählen, weil die kommen alle mit den gleichen Fragen an. Eigentlich könnte man ein Tonband abspielen, was immer die Fragen beantwortet. In dem Sinne auch nochmal besten Dank an mein Messeteam, was da immer dabei war. Das war es jetzt tatsächlich und ich möchte euch die Gelegenheit geben, noch ein paar Fragen zu stellen, wenn ihr welche habt und ansonsten den Herrn da hinten noch seinen Banana Pie abzuholen. Ja, aber Moment. Ich zeige euch die komische Puppe. Kein Problem. Na toll. Ja, ich war wieder zu schnell hier. So. Hätte ich mit dem Kommentar gerechnet, hätte ich sie mitgebracht und dir geschenkt. Wer auch immer das war, ich habe sie leider nicht hier. Ja. Ja, ich habe es aus dem Schlafzimmer ins Wohnzimmer verbannt. Ja, habt ihr sonst noch Fragen, irgendwelche Anmerkungen dazu? Ja, bitte gerne. Es sei mir in dem Fall ein kurzer Werbeblock gestaltet. Weil du hast vorhin auf Ambient Alternative in diesem. Ja. Auch wenn die meisten Leute es tatsächlich nicht mitkriegen. Ein ganz normales Standard-Erleben läuft auf einen ganzen Haufen dieser Hardware vollkommen problemlos. Wir haben Installer-Images mit dem Standard-Installer, das Ding-Land-Image reinschieben, Kiste anmachen, der wegen Installer startet, der wegen genauso installieren wie auf dem PC läuft. Ja, die Anmerkung war, Standard-Debian verwenden funktioniert auch für viele Boards, nicht mit so einem Scheiß wie bei Nanyan abgeben. Das habe ich damit nicht gemeint. Das ist halt der, der Debian liefert keine vorinstallierten Images, also kein fertig vorkonfiguriertes Betriebssystem, sondern eben einen ganz normalen Installer, so wie man den auf dem PC halt auch von der CD bootet. Und man kann halt ein ganz normales System installieren. Wer Interesse an entsprechenden Boards hat, bitte auf der Debian Armliste melden. Wir sind froh um jeden Tester, weil wir könnten durchaus noch deutlich mehr Systeme supporten, nur von den Entwicklern hat keiner die Hardware, um die Sachen auch tatsächlich zu testen. Das heißt, wenn sich jemand findet, der entsprechende Boards hat und bereit ist, dann die Zeit zu investieren, um den Tester zu machen, könnten wir den Board-Support auch noch deutlich ausbauen. Soll ich es nochmal wiederholen? Ich fasse es mal kurz. Debian sucht Tester für die verschiedenen ARM-Boards und wer Interesse daran hat, sich auf der Mailingliste melden. Ja. Gut, weitere Anmerkungen oder Fragen irgendwo noch? Ja, dann bleibt mir nur noch mich zu bedanken. Ah, da hinten kommt noch eine. Ja. Website war wunderbar, da war das Image, da gab es irgendeinen Hinweis auf Google, schlag mich tot, da habe ich mal runtergeladen. Ich habe also keins gefunden, ich habe ein oder zwei gefunden, die laufen irgendwie, aber ich habe keins gefunden, was zu meiner Zufriedenheit läuft. Ja, die Frage oder Anmerkung war, der Herr hat sich einen Banana Pi M3 gekauft, hat irgendwelche Images runtergeladen, die er beim Hersteller vermutlich gefunden hat, aber die laufen nicht richtig zuverlässig. Das ist das Problem, laufen überhaupt nicht, ja. Das ist das Problem, es gibt für jedes Board, was rauskommt, irgendwelche Images, die irgendwie mehr oder weniger gut funktionieren und meistens völlig veraltete Kernel-Versionen drin haben, die man nicht unbedingt verwenden möchte, ja. M3 ist basiert auf dem A3. Ja. Also, Mainline-Support für den A83T ist ein schwieriges Thema. Da wird schon lange dran geschraubt und in der letzten Zeit tut sich was. Jetzt in der vergangenen Woche sind einige Patches für den A83T auf der Kernel-Mailing-Liste gewesen. Mhm. Das heißt, es bewegt sich im Mainline langsam etwas, aber wirklich mit der Betonung auf langsam. Ich rechne nicht damit, dass wir brauchbaren A83T-Support im Mainline-Kernel vor, ich schätze mal, 4.15, 4.16 haben wir. Das ist in einem Jahr. Ja. Also Postkondition. Gut, sonst noch irgendeine Frage?
Dann vielen Dank und viel Spaß beim Social Event.